das deutsche Pfandsystem. Für viele Verbraucher ein Ärgernis. Das Pfandsystem ist für mich ein wenig verwirrend. Wir müssen auch manche wegschmeißen, wo es eigentlich Pfand gibt. Das machen wir sehr schwierig. Es soll die Umwelt schonen. Stattdessen sorgt es für eine Flut an Einwegplastikflaschen. Bei Einwegplastikflaschen muss man immer aufpassen, dass kein größeres, noch größeres Übel entsteht. Immer mehr davon gelangen in die Weltmeere. Wie ein Fluch bedrohen sie unsere Ökosysteme. Was ich nicht machen kann, ist einfach die Einwegflasche verbieten. Allein in Deutschland werden 17 Milliarden Einwegplastikflaschen pro Jahr verkauft. Warum? Wer ist schuld an der Einwegflaschenschwemme? Das Wattenmeer, ein Naturparadies. Doch es gibt einen Makel. Plastikflaschen. Sie bedrohen das sensible Ökosystem an der deutschen Nordseeküste. Jennifer Timrott ist Umweltaktivistin. Sie kämpft seit Jahren gegen die Verschmutzung durch Plastikmüll. Regelmäßig durchkämmt sie das Watt bei St. Peter-Ording und wird immer schnell fündig. Ich sammle hier Plastikflaschen, weil ich das unglaublich finde, wie viel von denen man hier findet. Und das ist einfach eine Riesensauerei, insbesondere wenn man bedenkt, dass die viele hundert Jahre brauchen, um halt zu zerfallen. Und wenn man sieht, was hier rumliegt, das ist einfach unbeschreiblich. Da muss man dann auch immer noch mal dazu auch einrechnen, dass das, was wir hier am Strand finden, nur 15% dessen sind, was an Müll im Meer ist. Die Plastikflaschen werden über Flüsse ins Meer geschwemmt oder auf See einfach über Bord geworfen. Mit den Gezeiten landen sie dann am Strand. Innerhalb kurzer Zeit hat Jennifer Timrott reiche Beute gemacht. Also ich schätze mal, das sind so 30 bis 40 Flaschen jetzt. Können wir mal gucken, woher die kommen. Estland, Estonia. Diese hier scheint aus Polen zu kommen. Das ist eine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Schwer zu sagen, ob sie jetzt den langen Weg zu uns geschwommen ist oder ob sie vielleicht vom Schiff gefallen ist. Nicht nur die Nordseeküste Deutschlands ist betroffen. Alle Weltmeere leiden unter einer Flut von Plastikmüll. Pro Jahr kommen 13 Millionen Tonnen dazu. Durch die Meeresströmungen entstehen riesige Plastikstrudel. Einer allein doppelt so groß wie Deutschland. Und immer prägen Plastikflaschen das Bild. Was tun gegen diesen Wahnsinn? In Deutschland hat man das Problem schon lange erkannt und sich das Pfandsystem ausgedacht. Es soll die Kunden dazu anhalten, Flaschen nach Gebrauch wieder zurückzugeben. Statt in der Umwelt landen sie wieder beim Handel. So die Idee. Doch das Pfandsystem hat seine Tücken. Kaum jemand weiß, welche Flaschen wie viel Pfand bringen. Beispiele. Für Bier in Glasflaschen sind es 8 Cent. Wasser oder Limonade in Glasflaschen 15 Cent. Für Getränke in Mehrwegplastikflaschen ebenfalls 15 Cent. Für Wasser in Einwegplastikflaschen 25 Cent. Für Saft in Einwegplastikflaschen wird gar kein Pfand erhoben. Die Vielfalt an Flaschen und Getränken ist riesig. Für manche muss Pfand bezahlt werden, für manche nicht. Warum, ist unklar. Für die Kunden ist das oft ein Ratespiel. Man muss meistens genau nachsehen, ob die diesen Aufzug haben für Pfand oder nicht. Das ist manchmal sehr schwierig. Die ist zum Beispiel nicht für Pfand. Ein weiteres Problem: Nicht jede Pfandflasche passt in jeden Automaten. Das Pfandsystem ist für mich ein wenig verwirrend hin und wieder. Es kann aber auch an meinem IQ liegen. Meine Freundin, die weiß das immer, ich nicht.
Was ich zum Beispiel weiß, ich wohne gegenüber von einem Pfandautomaten, also von einem großen Supermarkt. Da gibt es auch so ein Pfandautomaten-Ding. Da passen aber die Flaschen zum Beispiel nicht rein. Deswegen muss ich dann immer mit dem Auto hierher fahren. Ich habe noch mehr im Auto. Und es hier dann abzuliefern. Die Verwirrung ist groß. Vor allem bei Flaschen, die nur einmal verwendet werden. Wegen des Pfandes glauben viele Verbraucher, dass sie umweltfreundlich sind. Wohl mit ein Grund, warum vor allem bei alkoholfreien Getränken Einwegplastikflaschen boomen. Im Jahr 2003 lag ihr Marktanteil noch unter 40%. 2015 bei über 70%. Gleichzeitig ging der Mehrweganteil dramatisch zurück. Nur noch jede vierte Flasche ist eine Mehrwegflasche. Allein in Deutschland werden pro Jahr über 17 Milliarden Einwegplastikflaschen verkauft. Der Supermarkt von Carsten Joost in St. Peter-Ording. Auch hier verdrängt Einweg die umweltfreundlicheren Mehrwegflaschen. Was sind die Gründe für die Einwegflut? Der Hersteller hat bei diesem System, den Einwegsystem, den ganz klaren Vorteil, er muss nur einmal liefern. Von der Herstellung zum Großhandel. Und dort ist er mit seinem Logistikweg dann beendet. Weil alles Weitere macht ja der Handel und der Verbraucher, weil der Verbraucher dann die Rückführung des Wertstoffes übernimmt. Für die Hersteller sind Einwegflaschen also bequem und gewinnbringend. Und sie wissen, dass viele Kunden den Unterschied zwischen den Pfandflaschen ohnehin nicht erkennen. Der Verbraucher ist sowohl unwissend als eben halt auch bequem und preisbewusst. Das sind die Argumente, die für ihn sind. Die Bequemlichkeit ist eines der wichtigsten Argumente für den Verbraucher, seinen Einkauf zu organisieren. Diese Flasche können Sie überall abgeben, sowohl beim Discounter als beim Vollsortimenter, wie auch immer. Diese Glasflasche nur beim Getränkefachhändler oder im Fachhandel. Ein weiterer Punkt, der Preis. Bei Discountern kostet die 1,5 Liter Flasche Mineralwasser gerade mal 19 Cent. Selbst das Pfand kostet mehr, nämlich 25 Cent. Da kann die Mehrwegkonkurrenz nicht mithalten. Vor allem die Weltkonzerne befeuern den Einwegplastikboom und nehmen auch Mehrwegflaschen aus Plastik aus dem Sortiment. Dabei sind die umweltfreundlicher und können bis zu 20 Mal wiederbefüllt werden. Ein Paradebeispiel für die Verwendung von Plastik-Mehrweg und Einweg ist zum Beispiel Coca-Cola. Coca-Cola hat dieses Produkt 0,5 Liter in dem Mehrweg-Plastik-Bereich gehabt, mit diesem Produkt hier. Und hat vor Jahren angefangen, auch im Einwegbereich dort mitzumachen. Und hat eben halt für sich eine Entscheidung getroffen, auf das Mehrweg-Plastik, dieses Produkt hier, zu verzichten. Nur noch im Einwegplastiksegment sich zu forcieren und zu schwerpunktmäßig darzustellen, einfach aus dem Grunde meiner Meinung nach, um Logistikkosten zu sparen und dort eben halt mehr Erträge für das Unternehmen zu erzielen. Wohl auch deshalb drückt die Industrie immer mehr Einwegplastikflaschen in den Markt. Und die Verbraucher spielen mit. Sie wollen billig einkaufen und die Flaschen ohne Probleme zurückbringen. Das funktioniert bei immerhin 98,5% der Einwegflaschen. Doch mit dem kleinen Rest von 1,5% wird nochmal Profit gemacht. Nicht jede Einwegplastikflasche, auf die der Verbraucher einen Pfand gezahlt hat von 25 Cent, wird auch wieder im Supermarkt zurückgegeben. Der Supermarkt hat vorher das Pfand aber eingenommen und einkassiert. Die Flaschen, die nicht zurückgegeben werden, das Pfand, das behält dann sozusagen derjenige, bei dem diese Flasche gekauft wurde. Und insofern ist das auch noch ein einträgliches Geschäft. Und da reden wir summa summarum über 120 bis 140 Millionen Euro pro Jahr. Und der Kunde? Der glaubt sogar, umweltfreundlich zu handeln. Doch viele ahnen nicht, wie schädlich Plastikflaschen sind, die nur einmal verwendet werden. Einer der Gründe, sie bestehen, anders als Mehrwegflaschen, aus minderwertigem Kunststoff. Einwegplastikflaschen ist eine absolut unökologische Getränkeverpackung. Es ist eine Getränkeverpackung, die eine besonders kurze Lebensdauer hat. Einmal ausgetrunken wird sie zu Abfall. Das ist ressourceninineffizient. Und für jeden neuen Liter Getränk, der abgefüllt werden muss, muss energie- und ressourcenintensiv eine neue Flasche hergestellt werden. Gebrauchte Einwegplastikflaschen gehen mittlerweile ins Recycling. Im Prinzip ein guter Ansatz. Aber das Recyceln kostet viel Energie und belastet die Umweltbilanz. Und aus dem gewonnenen Kunststoff werden nur zum geringen Teil wieder Plastikflaschen.
Das verarbeitete Plastik wird in riesigen Mengen ins Ausland exportiert. Niemand weiß, wie viel von diesem Kunststoff am Ende dann doch in der Umwelt landet. Die Bundesregierung kennt die Nachteile von Einwegplastikflaschen und sollte eigentlich Mehrwegflaschen fördern. Mit dem geltenden Pfandsystem hat sie das Gegenteil erreicht. Aber ändern tut sie nichts. Das ist für uns als nationaler Gesetzgeber nicht so einfach, das System quasi, das durchaus eben auch international ist, so zu steuern, dass also Mehrweg ohne weiteres steigt. Allein eben der Punkt, dass Discounter eben Einweg viel wirtschaftlicher empfinden, macht es für uns nicht so einfach, auch innerhalb der Europäischen Union hier national eine reine Mehrwegförderung durchzuführen. Wenn Regierungen nicht handeln, dann müssen es eben die Bürger tun. So wie die Bewohner des Städtchens Concord nahe Boston. Vor 5 Jahren haben sie eine Revolution angezettelt. Seitdem sind alle Wasserflaschen aus Einwegplastik mit bis zu 1 Liter Inhalt aus ihrer Stadt verbannt. Umweltschützerin Jill Appeal hat damals für das Verbot gekämpft. Ich lebe schon seit 20 Jahren in Concord. Ich mag die Menschen hier sehr. Sie setzen sich stark für den Schutz der Umwelt ein. Landwirtschaft wird hier seit langer Zeit betrieben. Und Concord ist die Geburtsstätte von Henry David Thoreau, dem weltweit ersten Umweltschützer. Ich bin auf dem Weg zu Jean. Vor 5 Jahren haben wir gemeinsam das Plastikflaschenverbot durchgeboxt. Das Altersheim von Concord. Hier wohnt Jean Hill. Sie hatte die Idee für das Plastikwasserflaschenverbot. Angefangen hat alles nach einem Gespräch mit ihrem Enkel Mac. Der erzählte ihr von einem riesigen Plastikstrudel im Pazifik. Eine schwimmende Insel aus Plastik, so groß wie Texas, das erzählte er mir. Und ich sagte, das kann doch nicht sein. Man muss etwas dagegen tun. Es ist schließlich der einzige Planet, den wir haben. Wir müssen vernünftig mit ihm umgehen und dürfen unsere Natur nicht kaputt machen. Ich bin eine Kriegerin. Ich kämpfe dafür mit all meiner Kraft, dass Plastik-Einwegflaschen aus Concord verschwinden. In Concord ist es möglich, Bürgerentscheide durchzuführen. Diese dürfen auch in die Rechte des Handels und privater Unternehmen eingreifen. Im Januar 2012 tragen die beiden Aktivistinnen ihr Anliegen der Gemeindekommission vor. Diese lässt den Bürgerentscheid zu. Als die mächtige US-Getränkelobby davon erfährt, gibt es Gegenwind. Die Einweglobby trieb uns vor sich her. Als wir Unterschriften an den Haustüren sammelten, verteilten sie Werbegeschenke. Sie riefen die Bürger an. Sie verteilten Flyer an jeden Hausbewohner. Darin unterstellten sie uns, dass wir den Leuten den Zugang zu Trinkwasser verbieten wollen. Das alles war natürlich eine Riesenbelastung für uns. Wir sind schließlich ganz normale Bürger mit nur begrenzten Möglichkeiten. 3 Monate später. Der Gemeindesaal von Concord ist voll besetzt. Die Fronten sind verhärtet. Für die Gegner des Verbots steht sogar die Demokratie auf dem Spiel. Ich bin gegen das Verbot, weil ich es für Bevormundung halte. Amerika ist doch eine Demokratie, die auf der Freiheit des Einzelnen gegründet ist. Keine Diktatur, in der bestimmte Gruppen der Mehrheit diktieren, was sie essen, trinken und kaufen dürfen. Den Befürwortern eines Verbots geht es um den Einstieg ins Ende der Einwegplastikflaschen weltweit. Allein in den USA werden pro Sekunde rund 1200 Wasserplastikflaschen verbraucht. An diesem Abend bitte ich Sie aus ganzem Herzen um Ihre Ja-Stimme, damit Concord beiträgt zu einem gesünderen, schöneren Planeten Erde. Ein Verbot von Einwegplastikflaschen für Wasser hätte weltweit Signalwirkung. Auch wenn Concord mit knapp 20.000 Einwohnern nur eine Kleinstadt ist. Die Abstimmung. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben 403 Ja-Stimmen und 364 Nein-Stimmen. Das Verbot ist mit einer Mehrheit von 39 Stimmen angenommen.
39 votes. 5 Jahre später. Das Verbot gilt noch immer. Jill Appeal besucht Jean Hill, die mittlerweile 89 Jahre alt ist. Hi Jean, how are you? Wie schön, dich zu sehen. Es ist lange her, dass wir zusammengearbeitet haben. Ja, aber wir haben es geschafft. Wir waren ein tolles Team und erfolgreich. Du hast immer gesagt, ich bin deine Inspiration. Und du hast die ganze Arbeit gemacht. Stimmt. Mittlerweile folgen auch andere dem Vorbild Concords und verbieten Einwegplastikflaschen. Was mir erst später klar wurde, unser Plastikflaschenverbot war das erste in den USA. Inzwischen haben Nationalparks nachgezogen, auch einige Schulen und Universitäten. Unsere Bewegung breitet sich aus. Was aber hat sich in Concord verändert? Überall gibt es kostenlos Wasser, sogar für Hunde. Engagierte Bürger haben die meisten Wasserspender finanziert. Ich glaube, die waren gar nicht so teuer. Wir haben jetzt auch eine Trinkwasserlandkarte erstellt. Darin sind alle Orte in Concord verzeichnet. Restaurants, Geschäfte, wo man kostenlos ein Glas Wasser bekommt. Auch in Schulen gilt das Verbot. Plastikflaschen auf dem Pausenhof sind Vergangenheit. Stattdessen stehen hier nun Wasserspender. Ein Zähler zeigt sogar die Menge an eingesparten Einwegflaschen an. Concord hat viel erreicht. Das Verbot der Plastikflaschen ist ein erster Schritt, obwohl es noch einige Schlupflöcher gibt. Das Verbot gilt ja leider nur innerhalb von Concord. Außerhalb, im Umkreis von 10 Kilometern, gibt es 5 andere Supermärkte. Dort können die Leute ohne weiteres Einwegflaschen mit Wasser kaufen. Man kann sie sich auch nach Hause liefern lassen. Die Händler in Concord sind da benachteiligt. Wenn das Verbot im ganzen Bundesstaat bestünde, gäbe es dieses Problem nicht. Ein landesweites Verbot ist im Moment nicht in Sicht. Aber die engagierten Bürger von Concord bleiben hartnäckig. Zuletzt haben sie auch Plastiktüten und Essensbehälter aus Styropor verboten. Das Ziel? Eine plastikfreie Gemeinde. Wir sind Teil einer Bewegung, die es schon seit Längerem gibt. Und es ist ein tolles Gefühl, die erste Stadt in den USA zu sein, in der Plastikwasserflaschen nicht mehr erlaubt sind. Ja, das ist eine große Ehre. Wir sind wirklich sehr stolz. Wir waren die allerersten. Und Deutschland? Wäre ein Verbot von Einwegplastikflaschen auch in einer Stadt wie Hamburg möglich? Tatsächlich hat auch die Hansestadt reagiert. Seit Anfang 2016 dürfen nur noch Getränke in Mehrwegflaschen verkauft werden. Allerdings gilt das nur für öffentliche Einrichtungen. Hamburg kann leider Einwegflaschen in Hamburg nicht generell verbieten. Das ist eine Zuständigkeit der Bundesregierung. Das wird mit Bundesgesetzen geregelt, an die wir uns als Bundesland halten müssen. Insofern können wir Einwegflaschen leider nicht verbieten, sondern das nur in der eigenen Verwaltung. Da haben wir es getan. Die Bundesregierung könnte also offenbar handeln, oder? Also was ich nicht machen kann, ist einfach die Einwegflasche verbieten. Das ist im EU-Binnenmarkt nicht möglich. Das wäre quasi auch eine Diskriminierung von Getränkeunternehmen. Und wir wollen, dass jeder Verbraucher, jede Verbraucherin auf dem ersten Blick erkennt, was ist Einweg und was ist Mehrweg. Und das funktioniert am besten, wenn man das am Regal klar hinschreibt, das ist ein Mehrwegregal, das ist ein Einwegregal, damit man also nicht die kleinteiligere Flaschenkennzeichnung sich erstmal anschauen muss. Ob das ausreicht, um die Flut von Einwegplastikflaschen einzudämmen, ist fraglich. Fakt ist, dass die Bundesregierung auch im Entwurf für ein neues Verpackungsgesetz nichts gegen den Einwegboom unternimmt. Das bisherige Ziel, eine Mehrwegquote von 80%, soll ersatzlos gestrichen werden. Bleibt also nur Bürgerengagement. Umweltaktivistin Jennifer Timrott hat mit dem Leiter des Supermarktes in St. Peter-Ording eine Aktion zur Säuberung der Strände gestartet.
Dabei können die Kunden ihr Pfand spenden. Mit dem Geld investieren wir oder finanzieren wir Aktionen zur Reinigung des Strandes, unter anderem eine Strandsammelbox, in der die dann unsere Gäste, wenn sie Plastik gesammelt haben am Strand, diese dort reinwerfen können. Und wir entsorgen in Zusammenarbeit mit der Tourismuszentrale und der Gemeinde dann eben halt diesen Plastik. Und die Kosten dafür werden durch diese Spendenaktion bezahlt. Einwegplastikflaschen, auch für die Abfallindustrie ein Riesengeschäft. In Hamburg steht seit kurzem eine der modernsten Recyclinganlagen Europas, spezialisiert auf diesen Kunststoff. Wolfgang Burgart vom Bund Getränkeverpackungen der Zukunft verweist auf die Vorteile des Recyclings. Durch das Pfandsystem werden die Flaschen zu 98,5% zurückgegeben. Und damit ist das Beginn eines neuen Rohstoffes für den Kreislauf, für den Wertstoffkreislauf, und am Ende wird daraus wieder entweder eine Flasche produziert oder das Material wird anderen Nutzungszwecken zugeführt. In der Industrie oder auch im Textilbereich. Das Geschäft mit den Plastikflaschen ist offenbar hart umkämpft. Wie viele Tonnen hier recycelt werden oder wie energieintensiv der Prozess ist, bleibt das Geheimnis des Betreibers. Auch der Name und der genaue Standort der Recyclingfirma dürfen nicht gezeigt werden. Am Ende entstehen aus den Einwegplastikflaschen sogenannte PET-Flakes. Aus dem Granulat werden wieder neue Plastikprodukte gemacht. Aber nur zum Teil neue Einwegplastikflaschen. Insgesamt gehen 445.000 Tonnen in Deutschland pro Jahr ins Recycling. Zu je einem Viertel werden daraus zum Beispiel Kleidungsstücke und Plastikfolien. Aus 16% Verpackungsbänder und ähnliches. Gerade mal ein Drittel wird zu neuen Einwegplastikflaschen. Eine Tonne PET-Flakes kostet bis zu 1.400 Euro. Pro Jahr werden 85.000 Tonnen recycelte Einwegplastikflaschen in alle Welt verkauft. Schlecht ist es, wenn diese Plastikflaschen Rezyklate, PET-Flakes, die daraus hergestellt werden, ins Ausland exportiert werden. Denn dort verliert man dann natürlich vollkommen die Kontrolle darüber, was mit diesen Flaschen passiert. Wird daraus eine neue Plastikflasche hergestellt, landet die wieder im Meer, wird die wieder irgendwann bei uns an der Nordsee angespült. Das heißt also, es ist kein geschlossener Materialkreislauf, wenn man diese Flaschen, diese Einwegplastikflaschen am Automaten zurückgibt, und vielfach verliert man die Kontrolle und weiß nicht, wo landet das Zeug dann eben am Ende. Trotz des Pfandsystems gelangen also recycelte Einwegplastikflaschen in anderer Form doch irgendwann wieder in die Umwelt. Auch an die Nordseeküste. Dort findet Jennifer Timrod außer Flaschen auch anderen Plastikmüll. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das eine Plastikfolie ist, die aus PET-Flaschen recycelt worden ist. Denkbar wäre es. Aber auch recyceltes Plastik ist letztendlich Plastik im Meer, das hier landet und viele hundert Jahre braucht, bis es zerfällt und die Meeresumwelt eben sehr stark schädigt. Wer die Umwelt schonen will, kauft Mehrweg. Im stillen Gottmadingen in der Nähe des Bodensees füllt die Unternehmerfamilie Fleischmann ihr Mineralwasser ausschließlich in Mehrwegflaschen aus Glas ab. Und das schon seit über 100 Jahren. Dass die umweltschädlichen Einwegplastikflaschen so boomen, hält Clemens Fleischmann für fatal. Das Pfandsystem ist leider nicht aufgegangen. Die Leute erkennen nicht den Unterschied zwischen Einweg und Mehrweg. Die Deutschen sind ja Weltmeister in der Müllproduktion. Und wenn sie es nur im Glas kaufen würden, das Mineralwasser, wäre das gar kein Thema, weil Glas können Sie unendlich recyceln ohne Qualitätsverlust. Das ist natürlich ein Werkstoff, den man schon über 5000 Jahre kennt. Die Abfüllanlage ist das Herz des Betriebes. Hier werden bis zu 18.000 Flaschen in der Stunde gereinigt und wieder befüllt. Auch das kostet Energie. Nur aus dem Wertstoff Glas wird niemals Abfall. Die Flasche hat ausgedient, wenn sie zum einen kaputt ist oder wenn sie so knapp 50 Umläufe hat, dann ist sie nämlich verscheuert und sieht nicht mehr gut aus. Dann wird sie aussortiert, wir geben das Glas der Glashütte, die macht wieder neue Glasflaschen draus. Und das ist ein ewiger Kreislauf. Wenn sie regional transportiert werden, schneiden Glas-Mehrwegflaschen in Ökobilanzen am besten ab. Würden alle Einwegplastikflaschen durch Mehrweg ersetzt, könnten bundesweit 500.000 Tonnen Plastikabfall im Jahr vermieden werden.
Es gibt eine gesetzlich festgelegte Abfallhierarchie. Da steht an der obersten Stufe Abfallvermeidung. Mehrweg. Das heißt, Flaschen immer wieder zu befüllen und nicht jedes Mal neu herzustellen, das ist Abfallvermeidung. Und genau das muss die Politik fördern. Das tut sie aber nicht. Im Gegenteil. Verursachen Einwegplastikflaschen also nur Probleme? Nicht ganz. Im Ausnahmefall können sie auch Gutes bewirken. Am Hamburger Flughafen hat die Aktion Spende dein Pfand für neue Arbeitsplätze gesorgt. Uwe Tröger war früher obdachlos. Jetzt sammelt er mehrmals am Tag die gespendeten Flaschen der Fluggäste ein. Rund 90% sind Einwegplastikflaschen. Dank ihnen ist Uwe Tröger kein Hartz-IV-Empfänger mehr. Das Sammeln lohnt sich. Im ersten Jahr kamen über 85.000 Euro Pfand zusammen. Das reicht für 3 festangestellte Sammler. Uwe Tröger kennt sich aus im Pfandwirrwarr. Also wir haben hier die 25-Cent-Flaschen, die kommen hier rein. Hier alles Glasflaschen. Und alles andere Mehrweg kommt da rein. Und dann haben wir hier noch die Deckel, die wir hier für das Rotario-Projekt sammeln. Und die schrauben wir dann halt ab und schmeißen wieder rein, wenn wir treffen. Für Uwe Tröger sind die Einwegplastikflaschen eine Jobgarantie. Für die Umwelt bleiben sie eine riesige Belastung. Umweltaktivistin Jennifer Timrott wird auch künftig Plastikflaschen aufsammeln. Sie hofft darauf, dass die Politik endlich handelt. Denn ihr Engagement ist leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn man dann überlegt, dass immer und immer noch mehr unverortbare Produkte dazukommen und ja nach und nach und immer noch massiv eingetragen werden, dann ist ja klar, wenn das Material ist, das nicht abbaubar ist, das nicht vergeht, dass sich das irgendwann krass aufsummiert. Also wir werden jetzt schon mit den Folgen von dem, was in den Meeren liegt, massiv zu kämpfen haben. Es ist undenkbar, was passiert, wenn es so weitergeht in dem Maß. Der Mensch ist dabei, die Meere für Jahrhunderte mit Plastik zu verseuchen. Auch weil gut gemeinte Instrumente wie das Pfandsystem falsche Anreize setzen. Am Ende werden alle unter den Folgen des Einwegirrsinns leiden. Zuerst die Geschöpfe des Meeres und schließlich auch der Mensch.